Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ich habe trainiert. Könnt ihr das so sehen? Nein. Ja, Ironclad, den Metallmantel. Ich switch mal eben mit dem Bildschirm nach unten. Ihr könnt das wahrscheinlich sehen. Dann gehen wir... Ui. Yeah. So, da könnt ihr sehen, die Ergebnisse des Trainings. Alle sind Level 48 und Tauren sogar 49. Ich werde den Kampf gegen Rocco jetzt... Ah ja, Ironclaw, ich habe ja eine Herzschuppe gefunden. Und dafür bin ich zum Attackenhelfer gegangen. Und habe mir die Attacke... Dings hier, wie heißt sie noch? Die Stahlattacke von Ironclaw, die vergessen lassen hatte, habe ich ihm wieder beigebracht. Dieses, keine Ahnung, werdet ihr ja sehen. Und ja, damit werden wir es jetzt gegen Rocco versuchen. Und vielleicht werden wir dieses Mal gewinnen. Ich habe auch die Pokémon-Liga noch ein paar Mal, zweimal glaube ich, gemacht, um ein bisschen besser trainieren zu können, schneller. Und ja. Ich bin wesentlich besser durchgekommen als die letzten Male, muss ich ehrlich sagen. Syrako, es geht los. Revanche. Revanche Grande. What the hell. So, ich bin gespannt, ob wir dieses Mal besser ankommen. Letztes Mal war ja wirklich ein Reinfall. Aber mit Level 48 müsste das möglich sein. So. Spiegelsalbe ist das. Uah. Entschuldigung. Und damit beginnen wir auch. Ring. Ich weiß, es ist eine spezielle Attacke und die bringt nicht so viel. What the hell? Bam, so spielt man. Ja. Spezielle Attacke hat nicht viel Angriffspower, aber es ist eine Step-Attacke. Und speziell gegen Rocco einzusetzen, ist das Sinnvollste, was ich eigentlich machen kann, so. Okay, ich hätte jetzt vielleicht wechseln sollen. Egal, Spiegelsalbe. Whee! Bam! Was? Genauigkeit von Riemann sind geil. Daneben. Ha! Loser! Hier, friss mein Zertrümmerer in dein Gesicht. Du Affe. Das wäre der sichere Tod gewesen für Rihorn, aber es hat überlebt. Überlebt? Aber Spiegelseife beendet das jetzt. Bitte. Bam! Ja, Ironclaw war ein richtiges Problem beim Training, weil es hatte keine guten Attacken. Es hat überlebt. Oh mein Gott. Ja, war problematisch, das zu trainieren, weil es hatte keine guten Attacken und mit Spiegelsalbe ging das dann einigermaßen. So, jetzt aber, Game Over. Das war ja geil. Gegen Siegfried, er hatte seinen Glurak eingesetzt und ich habe die ganze Zeit mit Tauren, der ja Donnerblitz gelernt hatte, Donnerblitz eingesetzt. Und dann hat er immer wieder ein bisschen was übrig behalten und immer, das war so witzig, und immer kurz vor, im roten Bereich, Top-Genesung, nochmal, Top-Genesung, nochmal, Top-Genesung. Der hat so viele Top-Genesung rausgeschmissen. Ich wusste gar nicht, dass der so viel hat. Naja, bis jetzt kommen wir ziemlich gut gegen Rocco an, muss ich ehrlich sagen. Schon fast ein bisschen zu locker, finde ich. Dabei habe ich das Training nicht mal übertrieben. Kabutops, Kabutops. Dagegen setzen wir Tauren ein. Schauen wir doch mal. So, Kabutops, zeig mir, was du drauf hast. Wir sind bei 4 Minuten. Dönerblitz. Meine Lieblings-Elektro-Attacke. Supergeil. Peng. Und Raum. Alter. Das bisschen Training hat doch so viel ausgemacht. Respekt. Sein letztes Pokémon, Amoroso. Dann machen wir auch gerne nochmal Donnerblitz und ich glaube, dann hat sich die Sache auch schon. Okay, das war jetzt ein bisschen zu locker. Naja. Aber das Training war auch längst fällig, dass ich das endlich mache. Weil es geht so nicht mehr weiter, dass ich echt so hinterherhänge. Vor allem möchte ich auch, dass ich Despota und... ach, dass wir Despota kriegen und natürlich Dragoran, nur um dahin zu kommen. Oh, drei Angriff, drei Spezialangriff, geile Sache. Ja, und das ist halt Level 55, was ich dafür brauche. Und das dauert halt noch.
So, wir haben es geschafft. Rocco ist besiegt. Bom, bom, dom, bom, bom, bom. Beim dritten Anlauf. Naja, kann passieren. Hä? Hat er gerade was von Steinhagel erzählt? Was hat er mir jetzt da gegeben? Bla. Moment, da muss ich mal eben gucken. TM80. Steinhagel tatsächlich, wie geil. Kann das Ironclaw lernen? Oh mein Gott. Kann Ironclaw lernen, wie cool. Bringen wir ihn gleich bei, kann er gut gebrauchen, mit Sicherheit. Zertrümmerer möchte ich eigentlich noch behalten, Käferbiss. Hier haben wir Stepdropper, die hat nur 60 die Attacke. Da haben wir 75, okay, ist auch nicht so viel mehr. Angeberei weg, ne, das können... Zertrümmerer, machen wir Zertrümmerer weg, Form kann ich ja... Nein! Aber wisst ihr was, dann behalten wir das erstmal so. Nein, will ich nicht. Geh weg. Nein. Ja. Tschüss. Dann behalten wir die TM erstmal. Vielleicht brauchen wir die nochmal. Geile Sache. Steinhagel auch nicht schlecht. Wie ich laufe. Kleinen Moment, Leute. Ich mache mal eben was an den Einstellungen, dass die Kämpfe jetzt wieder schneller laufen. Bis gleich. So, jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Wir gehen schnell heilen. Hätte ich auch mal eben offscreen machen können. Egal. Wir müssen weitergehen durch die Pokémon-Welt. Um ein, ja. Und... Okay, nein. Ja. Egal, ihm schnell heilen. So, und dann kann's losgehen. Dann gehen wir nämlich den Weg Richtung Mondberg. Dum, 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 dum. Schade, wir haben heute nicht Montag, oder ist das in diesem Spiel anders? Weil in Kristall, Silber und Gold, Gold, Silber, Kristall ist das ja so, dass... Gold, Silber auch? Kristall auf jeden Fall, das weiß ich. Dann ist montags abends immer hier, die sind die Pipis immer beim Berg. Oh, du bist ganz schnell von Jot hergekommen. Gut, das müssen die Bund schwingen. Jawohl, jetzt können wir auch noch ein Ho-Oh-Spezial machen. Wir werden Ho-Oh selbstverständlich fangen. Aber erst später, meine Pokémon sind noch viel zu schwach dagegen. What the hell? Es geht gleich weiter. Hier ein Hosenmatz, das ist ja wohl die Höhe für dich immer noch her, Hosenmatz. Ja, das macht so viel Unterschied, junger Mann. Hm? Kleinen Moment, Leute, das läuft gerade nicht schneller. Ich werde mal kurz gucken. So, jetzt sollte es schneller. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ausreicht oder, ja. Spiegelsalbe. Ja, wir können ihn mal austauschen, kein Problem. Damit kann ich leben. Spring! Ich meine ja, ob es dann auch normal weiter schnell läuft. Oder ob es dann normale Geschwindigkeit in der Welt ist. Wisst ihr, was ich meine? So, darauf ist mein Zertrümmerer in Golberts Gesicht. Bäm. Elektroball, wir bleiben selbstverständlich drin. Elektroball, nimm meine Spiegelsalbe. Bam. Das war nicht sehr effektiv, Zertrümmerer. Hauen wir den Ball kaputt. Come on! Das hat wehgetan, Käferbiss! Magnetflug? Oh, es ist abgehebt. Abgehoben. Aber besiegt. Der Sound klingt ganz komisch, ne? Gucken wir mal. Machen wir das mal eben onscreen. Da seht ihr auch gleich, wie ich das verändere, damit das funktioniert. Na, das klingt ja schon besser. So, okay. So einen Schein noch nie gesehen. Ein Meteorit aus dem Weltraum, aha. Gibt's auch was zu finden? Steh genau davor. Jetzt. Ach so, shit. Nein! So. Sternenstücke halten. Ein Doppelkampf, okay. Müssen wir eben schnell heilen. So, Top-Genesung auf unser Ironclaw. So, und dann können wir in den Kampf starten. Whee! Come on! Und jetzt?
Okay. Krasses Matchup, krasses Matchup. Wir machen erstmal Spiegel. Ah nee, das bringt nicht viel. What the hell? Angeberei auf Electek. Und Blizzard auf. Trifft beide? Geil. Nein, 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 nein. Oh, wir haben überlebt, oh mein Gott. Ja, und wir treffen. Oh mein Gott. What the fight? Das hat überlebt, fuck. Okay. Das haben wir schon mal verwirrt. Das ist schon mal gut. Dicti wird platt gemacht und Eisstrahl auf Electek. Okay, GF ist besiegt. Das war klar. Irgendwie enttäuscht mich das hier in letzter Zeit nur noch. Ja, yeah, Level 49 für unser Pokémon. So, machen wir hier Spiegelsalve auf Electek und Dracometeor. Warum ist das hier als erstes dran? Achso, ja, haha, witzig. Ich bin schon wieder... Alter! Paralysiert, paralysiert, tot, was ist hier los? Okay, okay, wir müssen schon wieder heilen. Okay, 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 lauf, lauf. Bom, bom, bom. Ja, ich meine, der Sound laggt ein bisschen, aber Hauptsache, die Kämpfe laufen schnell. Und dann gegen den nächsten Arena-Leiter werden wir es wieder normal laufen lassen. Warum? Weil ich es kann. Oh mein Gott! Kennt ihr Zirkus Halligalli? Da läuft gerade die Werbung von im Fernsehen. Und da sind gerade zwei nackte Männer auf der Straße gewesen und haben gerangelt. Jetzt leckt der Sound gerade ganz schön. Okay, weiter geht's. Oh scheiße, ich hätte das Pokémon wechseln müssen. Ja, hätte ich definitiv. Gut, ja, tönen wir es noch eben. Bam! Übrigens ist Tauren jetzt wieder in Führung. Er ist mal wieder derjenige, der am weitesten vorne ist. Das war eine Zeit lang nicht mehr so. Radikal. Da ging jetzt nochmal Stevo ein. Stevo, tu mir einen Gefallen. Setz die Dracometeor ein. Und Radikal ist unter den Lasten der Meteoriten zusammengebrochen. Und tot. So spielt man. Okay. Tausch mit Stevo. So. Hallo, der nächste bitte. Und der ist ja... Blablabla. Geil, wie die Geschwindigkeit dann auf einmal so erhöht wird, so... Parasek, okay. Pitchbore dran. Nein! Warum triffst du nicht, Drecksvieh? Es hat überlebt. Alter, du bist so eine Pissnake. Warum greift das Vieh eigentlich physisch an, wenn... Ach, leck mich doch am Arsch. Greift physisch an, obwohl es... Ah, okay, hat sich geheilt durch die Expidermis. Geile Sache. Einer meiner Lieblingsfähigkeiten. Bam. So kann man schnell Statusveränderungen loswerden. Nein, das wollte ich gar nicht. Runter. Hier unten waren wir schon, ne? What the hell? Bada bom bom bom. Nein, oh mein Gott. Wie gehbehindert muss man sein, um zweimal dieselbe Stelle runterzulaufen? Wo ist der nächste Gegner? Da. Come on. Oh, das Wetter ist so schön wie immer. Ja, das sage ich auch immer, wenn es mitten in der Nacht ist und der Mond scheint. Hä? So, setze Kaskade ein, physisch und gut. Bam. Wir sind einfach... Smogmog. Da machen wir keine Sachen, Dracometeor. Bam. Und tot. Bevor er hier seine Explosion oder so einsetzt, dieses Drecksvieh. Stevo ist Level Up und hat 103 Angriff. Kamerupt? Das ist hier, dritte Gen, oder nicht? Feuer-Pokémon. Wir setzen dagegen Deadbeat ein.
Erdbeben sollte dann One-Hit sein, weil ich glaube, das hier hat eine Vierfachschwäche dagegen. Bam. Und tschüss. So spielt man RIP-RIP. Und tschüss. Sehr schön. So wird gespielt. So, Tausch mit... Na... Ah. Ja, das ist ätzend an schneller Geschwindigkeit, genau. Wenn die Geschwindigkeit erhöht ist, dann macht er ab und zu nicht das, was er soll. So, der Emulator. Und der nächste, bitte. Das ist ein Item. Ja, ich hätte das jetzt gelesen, aber hab's mir anders überlegt. Oh, oh. Flammenwurf! Stirb! Ja, nicht sehr effektiv, aber trotzdem ein Kill. Rizeros, wir wechseln aus gegen... GFF. Der wird mit seinem Blizzard schon was reißen. Peng. Und tot. Saubere Sache. Volltreffer in sein Gesicht. Ja, die Werte sind echt... Ne, also, die Werte sind echt kacke. Guckt das mal an. Naja, Pipi. Komm her, Dragon Kill. That's your turn. Hau ihn Flammenwurf um die Ohren und verbrenne es. Brenne in der Hölle! Tot. Sehr schön, das war's schon. Ja, schneller Fight. What the fight, würde ich sagen. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Und es geht weiter mit einem Quappo. Nein. Okay, setze Spukballein. Oh nein. Wach auf. Nein, Dragon Kill, du musst aufwachen. Wuchtschlag, leck mich am Arsch. Alter, bist du fertig mit der Welt oder so? Top Genesung, komm. Ja, ich habe übrigens mal die Werte von Dragon Kill angeguckt und der ist in Initiative unter... 100. Hallo, kannst du mal damit aufhören? So, jetzt reicht's mir. Wir setzen Tauren ein, komm. Und jetzt verbrenne das Vieh mit Dragonstoß, genau, Ladungsstoß. Und tschüss, Drecksvieh, verpiss dich. So, Schwarzgurt ist besiegt. Und wir müssen schon unser Pac-Man heilen, da wir am Schlafen sind. Gott. So. Ich will das Item haben. Mein Item. Wie komme ich da denn hin? Ich muss ein... Nee, Freundchen. Nicht mit mir hier, Top-Schutz. Kein Bock drauf. Oh, hier sind bestimmt noch mehr Items. Hallo. Ja, hier sind Items. Fragt sie nur wo? Ja, natürlich in einer anderen Richtung, egal. Warum ist hier eigentlich... So, Großwurzel. Aha, können wir uns jetzt eine Suppe kochen damit? Puh, ich koche mein eigenes Süppchen. Moch, 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 moch. Ja, witzig. So primitiv. So, hier hatten wir auch schon alle. Alter, wie viele Trainer hier auf der Route sind. Krass, so habe ich das gar nicht in Erinnerung gehabt. Razaf, den können wir mit einem Flammenwurf platt machen. Gewissheit für den Arsch. Stirb. Bam. Georok, auch da ist ein Flammenwurf sehr angebracht. Müsste ein One-Hit sein. Richtig. Tot. Tja, und ein Mashok. Und jetzt setzen wir mal Feuerzahn ein. Unsere neue Attacke. Gehen natürlich direkt daneben. Wir kriegen auf die Fresse und sterben fast. Bam. Da wir physisches Monster... Flammenwurf hätte das hier bestimmt umgebracht. So, stirb. Der Feuerzahn ist ja voll kacke. Guckt das an. Spezialangriff für 100... Ja, also... Ich meine, ist beides eigentlich relativ gut so, ne? Aber trotzdem... So, Peace, man. Wie Peace? Wir sind nicht mehr in den 70ern. Oder 60ern? Flammenwurf. Peng. Tschüss.
Ein Stalos, noch ein Stahl-Pokémon. Und Flammenwurf. Auch das hier wird gegrillt. Eine rote, leuchtende Schlange, die tot ist. Oh, wir sind schon Level 49, das heißt, wir müssen wechseln. Oder? Ja. So, jetzt ist Pupita mal wieder vorne. Hallo, komm her. Auch dich werden wir besiegen. Smogmog. Oh, oh, der hat Schwebe. Aber wir haben immer noch unseren Steinhagel. Dann Bestepp drauf. Oh, das hat nicht viel gebracht. Knirscher. Das hat genauso viel... What the hell? Warum beherrscht hier Smogmog Flammenwurf? Krasse Scheiße. Makago. Der wird nicht lange überleben, da wir Erdbeben haben. Shake it, Baby. Bam, tot. Saubere Sache. Tony ist besiegt. Gibt's hier Items? Das sieht so ein Item aus, ne? Ja, hau ihn mal kaputt. Come on. Los, was Staker? Da müsste ein Item sein. Hypertrank, oh yeah. So Leute, wir beenden den Part jetzt an dieser Stelle in diesem Pokémon Center und im nächsten Part werden wir uns um den Mondberg kümmern. Dankeschön fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play. Pokémon Soul Silver, haust da rein, schaust da rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dan Goku.